So, Sommerbrise, Tag 1. So, ich bin gespannt. Gibt es jetzt hier auch irgendwas Neues? Nee, oder? Nee. Was ist eigentlich Honig? Nektarrohr. Gut, Erdbeer, das kann, ja, gut, Predis, das kann ich dann nächstes Dings erst machen. Pflanzfähigkeit, okay. Na gut. Auf geht's. Keine Zeit verlieren, wir müssen jede Menge pflanzen. Oh, und es regnet sogar. Also sparen wir uns auf jeden Fall schon mal das Gießen. Neue Sommerprodukte. Aha. Lieber Kevin, die heiße sonnige Jahreszeit ist angebrochen. Wie wirst du deinen Sommer verbringen? Wir präsentieren voller Stolz neue Produkte. Saat, die im Sommer angepflanzt werden kann, hol sie dir jetzt, solange der Vorrat reicht. Aus den Gemischwarenladen. Ja, okay, das dachte ich mir halt schon. Nur damit du es weißt, ich habe Bergs Antrag und den Ring angenommen, nachdem du gegangen bist. Ich kann nicht glauben, dass du die ganze Zeit darauf aufgepasst hast. Hättest du das Monster nicht erschlagen, das ihm im Jadabald sein Unwesen trieb, wäre das nie möglich gewesen. Ich kann dir gar nicht genug danken dafür, wie glücklich du Berg und mich gemacht hast. Aber trotzdem, danke. No. Dann steht hier bald eine Hochzeit an, hoffe ich mal. Hä? Sind die bei... Okay, bei Regen sind die scheinbar auch drinne. Was ja doof, ich kann die dann gar nicht knuddeln. Ach, doof. So, oh, das Ding ist hier immer noch am Machen. Junge, das dauert aber auch. Oh, gleich viermal. Oh, das ist ja richtig gut. Oh, das lohnt sich ja richtig. Oh, da freue ich mich. Cool. So, 8 Stück. Dann sind die hierfür oder hiermit schon mal 4 Tage lang versorgt. Und dann damit 8 Tage. Ja, cool. So. Wir brauchen Platz für die. So, dahin. So. Okay, irgendwie hat hier gerade was nicht ganz hingehauen, glaube ich. So. Und hier noch einer hin. So, und das hier meine Tomatenplantage. Einmal nach da. Deutsch. Nach da. Nach da. Nach da. Da. So, und ab jetzt hat der Gemischtwarenladen offen. So, und ich würde sagen, ich kaufe mir dann noch eine Tomatenpflanze, die dann hier hinkommt. Dann ist es alles ausgenutzt hier, der Platz. So, dann hier kommt noch, ne? So, dann kommt da noch einer hin. Dann habe ich noch hier eine Menge Platz. So. Hier sind 3 Stück. Hier passen leider nur 2 hin. Hier sind dann wieder 3. Ja, das sind jetzt alleine dort 8 Felder, die wegen den Steinen nicht benutzbar sind. Ich hoffe wirklich, dass man die ganz schnell hier wegbekommt. Okay. Was haben wir denn hier? 6, auch nochmal 6. Was haben wir denn? 1, 2, 3, 4.
4. Zack, zack. Hopp. So, da. Morgen, nice. Gut, dann haben wir hier den Mais, dann kommt hier neben mir Sternweizen hin. Und dann hier noch der Salat. Gut. So. So. Hier. Und dort. Gut. Ab zum Laden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine Tomate muss ich noch kaufen. Die steht ganz oben auf der Shoppingliste. So. Gibt es hier neue Quest? Nein. Oder? Nee. Auf jeden Fall über. Nee. Gibt es hier erstmal nicht. Okay. Was ist eigentlich mit den Dingern hier? Ich weiß. Weiß nicht, was das hier sein soll. Gut, was gibt's jetzt Neues? Das ist jetzt die große Frage. Morgenmais, Salat, Sternweizen, Gras, Karotten. Okay, es gibt doch nichts Neues hier. Boah, immer diese leeren Versprechungen. Morgenmais. Vor allem, es gibt gar keine Tomaten. Ich mache mal jetzt den Weg nach Nemea. Ich möchte mal gucken, wie viel die dort wert sind oder wie viel sie da kosten. Ja, doch, das mache ich jetzt mal. Mit Hoppel geht das ja zum Glück alles ein bisschen schneller. Gut, die Frage ist natürlich jetzt auch, in Chatola wird es garantiert auch einen Laden geben. Sind die da dann vielleicht noch günstiger? Das ist jetzt hier so ein bisschen die Frage. Gut, was hast du? Leckere Frühlingssüßigkeiten. Ja, nee, erstmal noch nicht. Die spare ich mir jetzt mal. Okay, also auf jeden Fall einmal hiervon brauche ich. So, Frühling, Frühling. Zwirbel, Karoppe. Aha. Okay, Moment. Hier gibt es Frühlingszeug. Hier ist auch die Chronomalie des Frühlings. Ich gehe mal nach Chatola. Bevor ich jetzt hier vielleicht irgendwie zu viel Geld oder für irgendwas sowas ausgebe. Ich glaube, nach Hause geht es schneller und von da aus dann nach Chatola, weil wir müssen ja Richtung Jadewald. Den, wo wir den Weg ja auch zum Glück schon freigeschaltet haben. Das war ja auch irgendwie. Mehr Glück. Ja doch. Ich guck mal in Chatola im Gemischtwarenladen, was da so los ist. So, das ist ja dann hier unten. Küstenstadt Chatola. Boah, ist auch richtig schön, übelst geil am Meer. Kann ich hier meine Farm haben? Boah, ist das schön. Oh, wie schön ist das! Küstenstadt Chatola. Oh, boah. Dieser Ort ist wunderschön, fast wie ein altes Strandresort.
Im Urlaub, Euer Timing ist allerdings nicht das Beste. Was stimmt nicht mit unserem Timing? Nun, was mit der Konomalie passiert ist, hat in letzter Zeit für eine Menge Schwierigkeiten gesorgt. Schwierigkeiten? Sprichst du von diesem riesigen... Ach, das ist die Konomalie. Meinst du die Sommerbula? Die haben uns einen ziemlichen Schrecken eingejagt, aber sie sind wirklich völlig harmlos. Leider gibt es ein dringlicheres Problem. Ich würde euch ja gerne leckeren Fisch anbieten, aber die Fischer sind völlig durch den Wind. Nun vertrödeln sie von morgens bis abends den ganzen Tag in der Bar. In der Bar? Ja, es scheint, als gäbe es eine neue Diva in der Stadt. Oh Gott. Ein hübsches Ding soll sie sein und noch so jung. Allerdings reicht es wohl auch aus, ein junges Mädchen zu sein, um die Aufmerksamkeit von Männern zu erregen. Okay. Vielleicht sollten wir uns diese Diva einmal selbst ansehen oder wir könnten die Stadt ein wenig erkunden. Ja gut, das würde ich jetzt erstmal noch nicht so wirklich machen. Oh, da unten gibt es auch drei Angelstellen. So, als erstes... Achso, der ist schon aktiviert, okay. Das hier Gemischtwarenladen? Ja. Okay, dann gucken wir hier mal rein, was es hier so gibt. Oh, das ist alles so schön hier. Das gefällt mir voll. Okay, natürlich gibt es hier auch wieder Rezepte, das ist klar. So, und hier kostet der nur 200 statt 230 in Liter. Oh, Paprika. Farbenpflanze. Glockenhopfen. Glockenhopfensamen. Bis zur Ernte dauert das 7 Tage. Glockenhopfen kann man mehrfach gären. Boah, wir stellen uns unser eigenes Bier her. Kronoblauchsamen. Zitronensetzling. Ja, okay, Ernte. Bis zur Ernte dauert es 6 Tage. Zitronen können mehrfach geerntet werden. Wächst auch ohne Gießen. Wächst in jeder Jahreszeit. Ah, ja, ist halt doof. Das Sirup, Mehl, Eier. Aber es gibt keine Karotten hier. Ich würde mal sagen, Glockenhopfen, Kronoblauch, bis zu Ende dauert 6 Tage und 650. Boah, das ist schon viel, ne? Vier Stück? Ah, die müssen dann auch ordentlich Geld bringen. Na ja, komm, ich kaufe mal 4 Stück davon. Glockenhopfen. Auch mal 5 Stück. Dann 16 Stück könnte ich mir kaufen. Aber 10? Ja, doch 10. Dauern 5 Tage und können mehrfach geerntet werden. Also die zwei, auch 7 Tage, also 5 Tage für die Paprika. 5 Tage für die Paprika, 6 Tage für den Knoblauch und 7 Tage für den Hopfen. Ja, und für den Rest würde ich sagen, gehe ich nochmal nach Nemea und kaufe mir Karottensamen. Dass ich dann damit eine Geldeinnahmequelle habe. Würde ich jetzt mal sagen. Aber wie schön diese Stadt ist. Richtig, richtig toll. Gut. Dann pflanzen. Oh, es hat sogar aufgehört zu regnen jetzt. So, erstmal die Tomate. Die kommt noch nach dort. Aber ist auch alles nass, ne? Ja.
Gut, außer halt die Fälle, die wir jetzt noch neu machen werden. Die werde ich dann bestimmt. Nee, auch nicht. Oh, cool. Nasser Boden. Wo ich von guten Neuerungen geredet habe, ne? Das ist richtig gut. So. Hier ist ja dann Ende, ne? Ja, genau. Ich kann dann halt nur das noch und dann dort die zwei. So. Und so. Gut. Was ist das hier? Salat. Gut, guck mal, die hier können wir mehrfach. So, das sind 10 Stück. Also fange ich mal hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, dann habe ich 4 Stück hiervon. Die kann ich. Okay, hier passt nur 3 hin. 1, 2, 3. Hier auch nur 3. Okay, das ist ein bisschen doof, aber egal. 1, 2, 3 und 4. Na, okay, und den Hopfen, den müssen wir jetzt hier ein bisschen verteilen, leider. Da passen 2 hin. Ja, ich mach's einfach nach hier. 1, 2, 3, 4. Okay, hätte ich mal 6 gekauft. Aber gut, so viel Karotten kann ich jetzt gar nicht mehr pflanzen. Ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, und je nachdem, ob ich das hier auch noch nutze, 8, 9, 10. Also 10 Karotten. Nutze ich erstmal den kompletten Platz, den ich noch habe. Packt mein Geld über dafür. Ich glaube, mein Geld sollte noch für 10 Stück reichen, oder? Gut. Naja, haben wir ja noch ein bisschen was gesehen heute. Die neue Stadt. Nochmal schnell so gemischt waren. Aber das ist halt, wenn eine neue Jahreszeit anbricht, ne, dann erstmal die Pflanzen. Ist halt, gehört halt mit dazu. So, was wollte ich kaufen? Ja, wo sind sie? Da. So, 10 Stück. 10 Stück. Danke. Oh, jetzt habe ich 100 zu wenig für die Zutaten. Für die Dings hier. Na gut, auch doof. Aber die Karotten, die sind ja auch noch im Herbst. Nee, nur Frühling. Okay. Weil ich habe ja noch ziemlich viel auf der Bank. Aber ich habe jetzt halt auch nur immer Platz für 10 Stück. Weil der Rest braucht ja halt auch immer so ein bisschen länger. Ah, meine Farm muss größer werden. Wir brauchen Geld, um eine größere Farm kaufen zu können. Das ist jetzt das Ziel, glaube ich. Damit wir hier noch mehr anpflanzen können. Farmwork is pretty good wing exercise. So. Aber ich frage mich auch gerade, muss man hier vielleicht nur ganz näher? Das sieht aber nicht so aus, als ob der kaputt geht, ne? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Naja, okay, nee, der geht. Wäre jetzt natürlich mega lustig gewesen, wenn der jetzt wirklich kaputt gegangen wäre, aber. Ja, gut, reicht leider nicht aus.
Schade. Ich hätte hier gerne ein bisschen mehr Platz. Ich habe 13 Karoppen. Die könnte ich eigentlich alle noch verkaufen. Dann habe ich hier richtig, richtig viel Platz. Nee, Quatsch, dann habe ich mehr Geld. So. Morgen dann. Mach ich es? Ja, komm, ich mach's. Ich krieg ja eh wieder 10 neue, die kann ich dann auch wieder verkaufen. So. Und das Zeug kann hier auch rein. Ist ja auch diesmal die richtige Truhe. Nicht, dass ich hier wieder alles verkaufe. Ach, naja. So. Ich gehe jetzt mal hier ganz kurz in den Jadewald und guck mal, ob hier eine Quest ist wegen diesem Brief, was der Junge geschrieben hat. So. Aber nein. Sieht nicht so aus, als ob ich hier irgendwo. Ich kann da unten halt mit der Bombe. Mache ich das mal schnell? Ach nee, dafür ist die Zeit. Gehe ich denn jetzt lieber nach Schatola? Ich könnte da angeln. Was ist da so über? Da unten gab es ja drei Angelstellen. Kann ich mir hier vielleicht noch Rezepte kaufen? Für meine 700, die ich habe? Bestimmt, oder? Ja, Meeresfrüchte aus Schatola. Unsere Früchte des Meeres. Erlesene Geschmäcker, okay. Mokka-Kaffee. Mit diesem Buch kannst du Getränke wie Smoothies und Matcha Mokka-Kaffee zubereiten. Ich meine, Kaffee ist ja natürlich gut, ne? Wer hätte es jetzt gedacht bei mir, aber in diesem Buch Gerichte wie Vongola Bianco und Tom Yum Suppe. In diesem Buch kannst du Gerichte wie Carpaccio und Achilo. Achilo? Achilo? Spricht man das so aus? Oder Achilo? Achilo. Achilo zubereiten. Oh, ist dann hier vielleicht auch das Bier dabei? Ich kaufe mir erstmal hier das für 700. Vongola Bianco, Tomtom-Suppe und Chatola Aquapizza. Pazza. Pazza. Okay. Na gut. Ja, ich würde sagen, ich gehe mal noch mal ganz kurz nach unten. Guck mal, was man hier angeln kann. Dafür muss ich. Hier so runter, ne? Ja, das sieht noch an der Stelle aus hier. Oh, das ist alles so schön mit den Korallen und so. Reden? Diese geisterhaften Blasen, die über dem Meer schweben, erscheinen völlig aus dem Nichts. Wir nennen sie hier Sommerbuhler. Sie haben etwas Poetisches an sich. Ich möchte einfach nur herumsitzen, wenn ich sie sehe. Es ist schwer zu erklären. Selbst die Fischer fangen zurzeit nichts mehr. Marsch stinkt sauer, weil sie immer nur in der Bar sitzen. Aha. Machen die irgendwie träge oder sowas? Ziehen die die Energie aus den Menschen hier vielleicht raus? Boah, was für eine geile Kameraperspektive. Und fallen halt genau auf diese Dinger da, auf diese Blasen. Boah, das ist ja cool. So, okay, da beißt was an. Unser erster Fisch in Schatola. Was wird's sein? Pummelgarnele. New Record. Ihr Körper ist zu einer Kugel gerollt und in eine außerordentliche Schale gehüllt. Schlägt sie mit ihrem Schwanz, kann sie sehr schnell schwimmen. Ist allerdings auch etwas tollpatschig. Wow. Cool. Ja, ist ja toll jetzt. Dann gibt es hier auch mal jetzt neue Fische, weil in dem Meer gab es halt auch immer noch dieselben. Ich glaube, also zumindest hatte ich ja da welche gefangen. Octopus Trap. Oh, oh, wow. Also,
Also für die, die es nicht wissen, also ich selber kenne das auch nicht, aber es gibt ein Spiel, was Octopath Traveler heißt. Und ich glaube, das ist eine ganz zarte Anspielung da drauf. Oh wow. Er zieht durch das Wasser auf seiner ewigen Reise, das Meer zu finden. Ob er diese Reise für sich selbst oder jemanden anderen auf sich nimmt, weiß man nicht. Jedenfalls schmeckt er vorzüglich. Okay. Cool, also Shrimps und Oktopusse gibt es hier. Auch toll. Oh, wie schön diese Blasen da hinten so sind. Das sieht echt toll aus. Rosige Meerbrasse. Ein in warmen, milden Gewässern beheimateter Fisch. Seine rosige Wangen geben ihm ein süßes Äußeres. Außerdem schmeckt er sehr gut, was ihm in der Küche Chateau das äußerst beliebt macht. Oha. Ja, super. Kriegen wir ja richtig neue Fische jetzt. Auch fürs Lexikon. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Da möchte ich natürlich auch so viel wie es geht fangen. Oder beziehungsweise so viel wie es geht vervollständigen. Okay. New Record 80. Okay. Also ich denke mal 80 cm, das ist schon ganz schön ordentlich für einen Fisch. So, was gibt es hier noch? Und da. Oder? Nee, weiß doch nichts. Ah, jetzt. Was ist es? Goldeilachs, noch was Neues. Größe 88. Diese Fische schwimmen oft in Schwärmen durchs Meer und durch Gebirgsbäche. Manche legen angeblich goldene Eier, obwohl dies nicht offiziell belegt ist. Vermutlich ist es nur ein Gerücht. Boah, der nächste tolle, nächste, ja, der ne, ja, auch der nächste tolle Fisch auf jeden Fall. Aber der nächste neue Fisch, es lohnt sich ja hier richtig. Aber ich würde dann jetzt halt auch noch mal gerne wissen, gibt es hier morgens auch andere Fische oder tagsüber? Oder sind jetzt manche Fische, die ich bis jetzt geangelt habe, nur nachts da? Okay. Größe 141. Okay, der ist aber kleiner wie der andere, okay. Wie groß war der? Darauf hatte ich jetzt gar nicht geachtet. Ich fand halt nur den Namen so lustig. So, na komm, beiß an. Ein bisschen haben wir noch, bis wir ins Bettchen müssen. Aha. Na komm, jetzt. Oh, noch was Neues. Mimoriam, eine Muschel, die an den Stränden Chateaulas lebt. Ihre skurrile Farbe macht sie beliebt bei Sammlern. Außerdem macht sie traditionell als Dekoration bei Beerdigung. Hey, Moment. Außerdem wird sie traditionell als Dekoration bei Beerdigung verwendet. Okay, so jetzt. Oh, ist das cool. Kochzutat, 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 Koch. Okay, sogar alles Kochzutaten hier. Fische. Oh, vor allem gibt es dann zu jedem noch mal eine Goldvariante, wenn ich mir das jetzt hier, wenn ich mir die Aufteilung jetzt hier so angucke, weil hier immer einmal Platz ist. Ach, da fehlen aber dann trotzdem noch ziemlich viele. Oh ja, ich bin gespannt. Oh, ich freue mich gerade so. Ich habe so viele neue Sachen gefunden. Toll. Aber gut, wenn es auch Fische in Gold gibt, wie kriege ich die? Sind die dann halt einfach nur selten oder bekomme ich dann durch irgendwas einen besseren Angelskill? Das ist jetzt halt die nächste Frage. Dieses Spiel macht mich fertig. Es stellt immer neue Fragen, die ich noch nicht beantworten kann. Aber zum Beispiel, da ist noch ein Gold. Oh, sogar 98er Größe. Zum Beispiel bei dem Shrimp da habe ich ja bis jetzt nur einen gefangen. So, und da habe ich jetzt irgendwie die Vermutung, weil den habe ich ja tagsüber noch gefangen, ob
es den nur am Tag gibt. Das ist jetzt halt so meine Vermutung gerade. Weil ich habe ja bis jetzt keinen anderen mehr gefangen, sondern halt nur die anderen Sachen. Boah, das geht jetzt richtig schnell. Der ist sofort angebissen. 242. Boah, der ist ja richtig groß. Und sowas wie der Oktopus, ich meine, ich glaube, die sind doch. Sind die nicht sogar irgendwie nachtaktiv, die Dinger? Ich weiß es gar nicht. Ah, nee, okay, das da, okay. Jetzt habe ich. Okay, jetzt habe ich davon doch noch wieder eine. Was halt. Okay. Nochmal ein Oktopus. Aber ich finde es wirklich toll. Hier gibt es so viele Sachen noch zu erforschen. Da freue ich mich richtig drauf. Okay, na gut. Ich werde auf jeden Fall jeden Fisch einmal in die Truhe schmeißen, damit ich weiß, wie viel die wert sind. Hatte ich mir jetzt nicht zum Einpflanzen. Achso. Ja gut, davon habe ich halt nur eine bis jetzt, ne? Werde ich, glaube ich, auch erstmal behalten. Oder verkaufe ich die? Das ist jetzt auch wieder so die Frage, verkaufe ich die oder verkaufe ich die nicht? Ich glaube, ich verkaufe sie.